Hallo, ich bin Katharina von der Initiative Finanzheldin und gemeinsam mit Jessica Schwarzer habe ich das Buch Der Finanzplaner für Frauen herausgebracht. Was ist der Gender Pension Gap? Der Gender Pension Gap, der beschreibt die Lücke an Rente, die wir später bekommen. Also wenn wir schon vorher weniger verdienen, bekommen wir natürlich als Frauen auch später weniger Rente. Das ist dann häufig schon Teil des Problems. Ein weiteres Problem ist aber auch, wir arbeiten häufiger in Teilzeiten. Wir Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Berufen und dadurch vergrößern wir unser Einkommensgap und später natürlich auch das Rentengap. Wir brauchen auf Seiten der Gesellschaft, der Politik, aber auch der Unternehmen Veränderungen. Gesellschaftlich, weil wir selber akzeptieren müssen, dass die Lebensmodelle, für die man sich entscheidet, dann auch in Ordnung sind. Es aber auch akzeptierter wird, dass eben Frauen häufiger und mehr arbeiten. Unternehmen, die uns genau darin unterstützen und eben aber auch eine Politik, die mit anpackt, die für Kita-Plätze und für eine Betreuung eben sorgt. Und ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste eigentlich, Augen auf bei der PartnerInnenwahl. Mit wem packe ich dieses ganze Thema an, wenn ich eine Familie gründe? Das ist natürlich wichtig. Oder wie spreche ich mich in der Partnerschaft dann ab, wie wir unser Leben gestalten wollen? Das kann eben ganz viel Power auch geben.